Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta Leader. Delta 4-0. Ihr Fundament? Ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2. Herz und Seele Ihres Teams. Und 0-7. Der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff, okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's, die Geschütze nach Achtern, Munition laden, los, los, los! Sir, ja, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Soundtrack und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Ja. Und damit einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik. Und willkommen zurück. Und diesmal zu einem neuen Let's Play. Und zwar Star Wars Republic Commando. Ein Spiel von, ich glaube, 2005, was ich damals gerne gespielt habe, was ich auch noch sehr positiv in Erinnerung habe, weil es anscheinend auch eine sehr schöne Geschichte erzählt, die wohl auch gar nicht mal so nicht mitreißend ist. Also sie ist mitreißend, aber ja, die einfach schön inszeniert wurde. Und das war ja der erste Taktik-Shooter in der Hinsicht, der wirklich ernst zu nehmen war, wo man halt wirklich endlich mal einen Klonkrieger spielt.
der richtig in der Pampe hockt, quasi. Und nicht so immer nur ein Jedi, der selbst mit Superkampfdroiden ziemlich easy klarkommt, sondern einfach einen regulären Klon, der sich da ein bisschen stärker erwehren muss. Gut, ich denke mal, dann haben wir soweit erstmal alles soweit erklärt. Ich spiele die Good Old Games Version, habe sie ein wenig aufgepimpt über ein paar Mods. Einerseits, dass die Texturen ein bisschen besser sind und vor allen Dingen auch 16 zu 9 Format genutzt werden kann, weil die reguläre Version ja nur 4 zu 3 war. Und wenn ich die Möglichkeit habe, euch das ein wenig schöner zu präsentieren, dann mache ich das auch. So, lange Rede, kurzer Unsinn, starten wir mal Wir rein. sind über dem Zielgebiet, seilen Sie sich ab! Achtung! Ich werde Sie nach Bedarf mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf Ihren HUDs als holographische Projektionen. Textnachrichten werden in diesem Bereich angezeigt. Hier sind Ihre Befehle. Ihr Primärziel ist der geonosianische Anführer Sun-Fek. Delta Leader, Sun-Fek darf auf keinen Fall entkommen. Okay, dann lassen wir ihn nicht Delta entkommen. Leader, Au. Oh. Daten sehen nicht gut aus. Teilen Sie sich mit dem Bagda, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Also, es ist ewig her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Wie war das jetzt hier? E? Nein, F. Und Ihre Vitaldaten stehen bei 100%. Sie können weitermachen. Wir fliegen hier gleich die Ohren weg. Neue Ziele wurden geladen. Ah ja. Gehen Sie zum abgestürzten Kampfschiff. Einsatzzielanzeige wird aktualisiert. Hier. 3-8, sichern Sie das Gebiet von dem abgestürzten Kampfschiff. Na, er kommt. Guckt euch mal mit dem Kommando an. Da habt ihr bei mir wahrscheinlich ganz gute Chancen, aber naja, ich tue mein Bestes. Und endlich in dem Spiel habe ich auch dann mal ein Team, auf was ich mich verlassen kann, die wirklich das machen, was man ihnen sagt. Ihr wisst ja, seit SWAT und Battlefield 4, ja, ist das keine Selbstverständlichkeit. Warte mal, ging doch Nahkampf. Wie war denn das? Ach, mit E ist Nahkampf. Okay. Das Schöne ist, man sieht ja hier auf dem Visier des Helms, wenn dann so Ölreste sind oder Blut oder irgendwelche Körperflüssigkeiten, wenn man zu nah dran ist, dass man das dann auch im Visier hat und dementsprechend mit dem Laser wieder gereinigt wird. Der Nahkampfangriff mit dieser Vibro-Klinge, die dann ausfährt, der ist schon recht heftig. Also der ballert ganz gut rein. Und in dem Spiel ist es gar nicht mal so unklug, auch einfach mal reinzugehen. Zack, weg. Und, na? Sag mal. Jetzt aber. Ja, das war jetzt ein bisschen hin und her, unnötig, aber na gut. Wirklich auch den Nahkampfangriff nutzen, das macht Sinn. So, das ist jetzt am Anfang nur das Tutorial. Hä? Oh. Ja, da war geschehen, ne? Und ich finde es einfach auch mal schön, endlich mal einen ordentlichen Klontrooper zu haben. Und nicht immer nur diese wundertollen Jedis, die immer alles können und alles irgendwie im Griff haben. Aber keine Ahnung, was er jetzt gesagt hat. Naja, wird schon nicht so wichtig gesehen. Oh, wartet mal, aber die Stimmen sind mir. Warte mal, da muss ich mal kurz hier. Grafik. Quatsch. Sound. So, Musiklautstärke habe ich. Geh mal. Nicht wundern, die Effekte sind. Die Maus ist bei mir hier so ein bisschen sehr flink eingestellt. Vielleicht ist jetzt besser. Um 2 Stufen runtergegangen. Gerade rein. Bumm. Oh, das wollte ich gar nicht. Naja, gut. Okay, mit C ducken. Alles klar, sollte man sich merken. 6-2, da treffen wir dann gleich auf unseren ersten Bruder.
Ja, darum ist er ja schon. Hi, Buddy. Und den können wir auch Befehle geben, was er angreifen soll, wenn er irgendwo in Stellung gehen soll. Und wo sie Sprengsätze legen sollen, zum Beispiel da. Mit F, okay. Ich glaube, als ich es getestet hatte, habe ich den... Bringen Sie uns einfach ein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Ja, habe ich die Tutorials so ein bisschen ausgeschalten. Alles klar. Wir müssen ja nicht sonst wie weit weg, oder? Bumm! Stopp! Na? Ich will dich so. Ja, schön. Das ist befriedigend, wenn es so richtig schön spratzt. Dann noch einer. Oh. Ah, jetzt. Läuft doch noch. Die haben hier schwere Geschütze. Ja, es ist. Okay. Ah ja. Gut, weg ist es. Hummel? 6-2, wo bist du? Scorch, komm schon. Wird's hier nicht Pause machen oder so? Ja, wir decken gegenseitig. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4-0 zu finden. Alles klar. So, wie geht's hier eigentlich, Scorch? Musst du zur Heilung? Nee, musst du nicht. Okay. Los! Ja, ja. Ey, warum sagst du? Paranoid, aber ich glaube, hier sind Wachen. Delta 4-0 ist auf der anderen Seite der Tür. Sprengen Sie die Tür. Ich sage ihm, er soll sich in Sicherheit bringen. Alles klar, mach mal. Brauche Deckung, Team. Ja, ja, kriegst du. Pass schon auf dich auf. Ah, da sehen wir auch, wie lange er braucht für die Aktion. Ah, guck mal, Granaten. Granaten kann man immer brauchen. Granaten sind schön, die machen so herrlich. Bumm. Bumm. Ach. Ah. Das ist schon unser Kollege, ja? Das ist eine sehr gute Idee. Delta Leader, 4-0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, dann er. Ja, dann mache mal. Hier wird der Status und der Standort Ihres Teams angezeigt. Hacken Sie die verdammten Protokolle, Delta. Bin dabei, Team Leader. Gut, dann haben wir auch immer unsere Stimme gehört. Fast geschafft. Ja, aber nur fast. Ey, ihr könnt ein bisschen Heilung eigentlich gebrauchen, oder? Sicherheitsschild deaktiviert. Wir sind ihr seid im gelben Bereich. Nicht mehr im grünen. Camper? Oder Kämpfer? Ja, einer weniger. Ah, ich finde diesen Effekt mit den Lasern immer so herrlich. Magda-Prozedur einleiten. So. Bin unterwegs, Team Leader. Los. Ah. Rotiges kleines Bienchen hier. Sie nähern sich einer Sicherheitstür, die zum Hangar führt. Die Aktivität im Hangar weist darauf hin, dass Ihre Anwesenheit noch nicht bemerkt wurde. Ich schlage vor, Sie hacken sich in das Türsystem und öffnen unauffällig die Tür. Ja, wir warten erstmal auf 4-0. So. Jetzt sollte der dann auch nachkommen. Hi, Kumpels. Da. Also man sieht, mit dem Nahkampfangriff, da kann man ziemlich gut arbeiten. Heckvorgang läuft. So, gehen wir mal hier hin. Ich glaube, wir haben ihn. Glaubst du? Noch ein bisschen. Grün heißt los. Echt? Heißt es das? Na gut. In Sichtweite. Genesiana. Wir haben ein paar geonosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Ziel an Einsatz, Zielanzeige übertragen. Oh. Hier denn alle her? Leiten Sie die Sprengung ein, Delta. Genau, du bist dann nicht mehr hin. Ah, läuft. Fertig. Sprengsätze platziert.
Na dann, rums. Wo wird denn jetzt schon wieder geballert hier? Ah, da ist einer. Jetzt ist da keiner mehr. Ah, da hinten ist noch einer. Oh, hier ist Duster. Wie? Mit X? Ah. Hinten. Den Effekt finde ich schön. Aktiviere Nachtsicht. Außer Audiostörung. Guck mal. Ja, wir haben hier unter anderem auch so einen Multiblaster, also der dann später wahrscheinlich, wie war das gewesen? Schalten Sie den Visor ab, Delta. Hier drin ist es sehr hell. Ja, Sir. Gut, räumen Sie jetzt mit einer Sprengladung den Weg frei. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Das ist Sprengstoff. Weil, wo war ich denn jetzt gerade? Verdammt. Ich bin aufs Konzept gekommen, ich Dovi. Genau, wir haben hier einen Multiblaster und wir bekommen später dann dafür unterschiedliche Aufsätze noch. Ich glaube unter anderem Scharfschützen-Aufsatz. Was? Willst du mich verarschen? Hier kommt eine Nachricht aus Samflex Kontrollraum abfangen. Hier befindet sich eine Ebene unter ihrem aktuellen Standort. Die Geonosianer haben ihre Anwesenheit bemerkt und die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie werden auf Widerstand stoßen. So, sind wir fertig. Danke. Also ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche Bonus-Sachen gibt. Also dafür ist es so lange her, wo ich mal gespielt habe. Und ja, ihr wisst ja eh. Ich konzentriere mich lieber dann auf das Game, als jetzt irgendwelche Boni noch zu machen, wenn ich die nicht unbedingt machen muss, um im Spiel weiter fortschreiten zu können. Ach, ihr wisst schon den passenden Weg. Klar, ich könnte natürlich auch unten mal auf hier Radar gucken. Ah, von der Kante abseilen, das macht doch jeder gerne. Ja, nicht wundern, das Spiel hat öfters mal so Ladesequenzen. Ah, da ist der letzte von unserem Team. 07, verbinde mich mit Ihrem HUD, Sir. Alles klar, nur 7. Freundest du dich mit den Einheimischen an 7? Das war lustig. Wo ist Sunfack? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Kontrollpunkt wird gespeichert. Zerschießen. Okay. Zerschießen kann ich. Er hat es geschafft. Jägerleader, Sunfack darf auf keinen Fall entkommen. Na, der Kleine ist hier. Er ist nicht. Sieht doch alles noch gut aus. Ah, Superkampf. Ja, das ist das, was ich meine. Ah, gut. Keine Ahnung, warum man das hier nicht aufsammelt. Weiß nicht, was für eine Munition das ist. Wahrscheinlich dann später für einen Aufsatz noch. Ja, noch so einer. Ah, der hat gesessen. Auch hier ist der Nahkampf ganz gut. Immer schön rumrennen, ja. Aber natürlich ist das Spiel dank Mickey Mouse jetzt auch nicht mehr Kanon. So, Scharfschütze. Komm, schieß. Er hebt ab. Jetzt hast du... Oh, und nachladen. Na toll. Ach, hat er doch noch getroffen? Ja! Ich liebe diesen Geruch. Ich rieche nur verbrannten Geonosianer. Naja, meine Scanner zeigen eine Explosion an. Roger. Schild ist immer noch aktiv, okay. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein geonosianisches Schiff. Bestätige. Keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Druidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Na toll, müssen wir die Arbeit voneinander machen, ja? Wo seid ihr denn jetzt alle? Ab wieder zurück. Okay.
Ja, ich stelle mich hier noch ein bisschen prasslich an. Aber das kennt ihr ja. Als hättet ihr jetzt mit was anderem gerechnet. Laut Geheimdienst gibt es da unten ein paar Fabriken, aber unsere großen Sturmtruppen kommen da nicht rein. Ausgehend von der Wärmesignatur dieses Turms muss darunter eine Fabrik sein. Die Neutralisierung einer der Fabriken könnte uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Unsere Scanner können die Fabrik nicht exakt orten. In der Nähe ihrer Position muss ein Störsender sein. Zuerst muss der Störsender deaktiviert werden. Anschließend bringe ich sie zu ihrem Primärziel. Die Kommunikation. Gestört. Sind da drin auf sich gestellt, bis... deaktiviert haben. Das Signal ist gestört, Sir. Schade, es wurde gerade... Kämpfer! Wurde gerade was? Witzig? Interessant, oder was? So ganz normal. Rollpunkt wird gespeichert. Aber was haben wir hier? Was? 3, was? DCM-17-Aufsatz. Okay, jetzt haben wir die Scharfschützenfunktion für unseren Blaster. Alles klar. Oh, ein Pistölchen haben wir auch noch. Ah, schick. Gut zu wissen. Achtung, Granate! Die Tür ist offen, der Weg ist frei. Schön. Sie ernten Finderhass in der Rohform hoch. Unter uns sind Maschinen. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Na, ist doch gut. Das heißt, wir müssen noch ein paar Bugs töten, was? Bugs? Ey, das hatten wir ja doch erst, Bugs töten. Mehrere Ziele auf der Brücke. Lede, das ist ja eine gute Position für einen Scharfschützen. Ja, wir haben noch einen im Team, warum soll ich das machen? So. Warte mal, wo seid ihr denn? Hoch? Ist ja gleich explodiert, was war das? So, dann landen wir den Aufsatz gleich nach und wechseln aber wieder zum regulären. So. Ich bin nicht so der Scharfschützen-Fan. Da oben ist ganz schön was los. Scharfschützen-Aktivitäten ist was für die Leute, die davon Ahnung haben. Ja, ein bisschen Energie verloren. Pumpen wir mal ein bisschen nach, so. Gehen schön weiter. Gar nicht. Nee, mir auch nicht, aber. Das scheint eine Art geonosianische Brutkammer zu sein. Unglaublich, das sind Eier. Machen wir einen weiten Bogen auf sie. Sicher ist sicher. Und ich dachte, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja, hast du gedacht. Hast du gedacht. Ei. Nicht übel. Ja, komm. Warte mal. Töten wir damit kleine Unschuldige. Aber ihr greift uns an. Ja. Okay, Störsender finden. Ich will dir doch nur helfen, du brennst. So. Ich meine, oh, ich kann echt an jedes blöde Ei, oder? Geh weg, komm. Ich erlöse dich doch nur. Komm, jetzt lass dich doch umbringen. So, danke. Okay, die Formulierung war jetzt ein bisschen unschön. Da ist der Störsender. Er ist abgeschirmt. Die Konsole für den Schild muss hier irgendwo sein. Der Störsender stört meine Systeme. Ja, wurde schon jemand drauf. Schöner Tritt in die Nitte. Es funktioniert auch hier. Okay. Schau mal, da ist doch jemand angeschlagen. Am anderen Ende des Raums ist eine Computerkonsole. Ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren. Aber ich finde, die arbeiten echt effektiv. Also die ballern und erledigen auch Gegner. Nicht wie man es sonst so oft hat. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. So, ich gehe hoch, ihr bleibt da unten und macht ein bisschen Krach. Gut. Habt ihr das gesehen? Auch der Scharfschütze. Das hat gesessen, das hat funktioniert. Ja, Battlefield 4, ich rede mit dir. Und SWAT 4. Ach stimmt, ich kann das ja auch selber machen. Ich muss ja nicht immer einen Teammember hinschicken. Schilde deaktiviert. Sprengen wir den Störsender. Wir kümmern uns gleich darum. So, hol dir erstmal ein bisschen Bug da.
Wisst ihr, habt ihr gesehen? Der kam hier oben und zack, schon wieder weggeballert. Das finde ich toll. 07 ist einsatzbereit. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. 6-2, du auch noch und dann. Hole Wagda! Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Scorch, hol dir jetzt noch, genau. Ja, die Musik, die dröhnt auch ganz gut. Finde ich gut. Das hat was. Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an. Bin unterwegs. Gehen wir weiter. Von hier haben wir freies Schussfeld. Konzentriere mich auf Ziel. Ah, komm schon. Mach dann... Mach dein Ding mit dem Sprengsatz. Ich geb so gut es geht mal Deckung. Ja. Hört da auf. Mach aber dir noch einer verletzt. Okay, dann machen wir Bums. Nee, komm, so. Nachladen und hochjagen ist nicht zur selben Zeit. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh, Scorch, du brennst. Tut mir leid. Oh, abrücken, komm. Fixer. Abrücken. Auf geht's. Oh, und Munition hole ich mir. Die kann man gebrauchen. So. In den unteren Bereich eindringen. Warte mal, 6-2. Du brauchst noch Bakter. Und dann gehen wir in den unteren Bereich. Macht Sinn. Immer gut, wenn alle ganz fit sind. Am Ende dieses Schachts ist ein Sims. Von dem Sims aus können Sie sich in die Ebene darunter abseilen. Okay, können wir das. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivitäten auf den Sensoren. So, Freunde, aber an dieser Stelle machen wir einfach mal Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr, aber Hauptsache ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.